Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mass Effect. Tja, letztes Mal haben wir ja kurz aufgehört, bevor wir hier die Kolonisten mit unseren coolen Gasgranaten ausschalten sollten. Wir sollen ja möglichst viele Kolonisten am Leben behalten und sie nicht unbedingt töten. Da schaue ich dann nochmal kurz nach. Ups, nein, das ist der falsche Knopf, ob wir denn auch wirklich alles richtig haben. Und wir haben schon wieder viel zu viele Gegenstände. Schön, dann nehmen wir sie doch mal. 135 von 150. Müssen wir bald mal wieder ein bisschen Universalgel produzieren. Wie viel haben wir denn mal vom Moment? 274 ist ja schon wieder viel zu viel. Granaten. Da haben wir die Antetorianer-Gas. Okay, haben wir ausgerüstet. Alles ist super. Dann wollen wir uns doch jetzt mal langsam in die Höhle des Löwen bewegen. Aber vorher lassen wir noch einmal die Leute heilen. Ganz wichtig ist natürlich, dass ich dran denke, regelmäßig zu speichern. Da muss ich ganz, ganz dringend dran denken. Dann wollen wir doch mal loslegen. Na, komm, hier, öffnen. 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 Ah, öffnen. Oh, oh. Torianischer Creeper. Oh, oh. Was ist das denn da oben? Nein, das sind anscheinend keine Kolonisten, das sind tatsächlich Gegner. Ich dachte, das wären hier schon die Kolonisten. Nein, sind sie nicht. Oh, ich glaube, da wechsle ich mal besser die Waffe. Oh, das ist die falsche Waffe, das ist die falsche Waffe. Schnell dazu, weiter zurück, weiter zurück. Ah, komm, die machen wir einfach so platt. Keine Chance. Boom, da ist es auch zerplatzt. Da ist auch zerplatzt. Hehe. Na, jetzt wohl nicht mitgerechnet. Da. Ach, da haben wir einen dieser Kolonisten. Okay, habe ich so verstanden. Habe ich so verstanden. Dann wollen wir doch mal uns ein bisschen beeilen. Da sind noch mehr Kolonisten. Noch mehr. Okay, dann wollen wir doch mal hier unsere Granate werfen. Und schon mal einige ausgeschaltet. Da kommt den nehmen wir auch noch mit. So. Hätte das zumindest schon mal so weit geklappt. Keinen umgebracht, alles super. Dann wollen wir doch mal den Fahrstuhl rufen. Ja, unsere Lieblingsbeschäftigung. Fahrstuhl fahren. Ich will immer noch diese lustige Fahrstuhlmusik. Das will ich wirklich haben, ja? Wenn wir schon so viel Fahrstuhl. Doch, ich war nicht. Das ist mein Ladebildschirm. Okay. Speichert. Ja, warum kriege ich das nicht öfters? Oh. Okay, ja, ich mache mal so platt. Oh, den habe ich voll daneben gesammelt. Und zerlegt. Nein, er hat sich nur hingefunden. Komm, hier, geh weg. Mach ich es im Nahkampf platt. Ich mach dich oh. Fertig. Ja, okay. Achtung, Beschuss, Beschuss. Und nochmal zwei Kolonisten vor dem grausamen Tod gerettet. Okay, da haben wir nochmal einen dieser Creeper. Ich denke mal, den machen wir einfach wieder mit der Schrotflinte. Einfach block. 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 Na, da ist er wieder die Treppe runter. Dann geht man einfach hin und haut ihm dann auf die Fresse. Na, hier, einfach so auf die Fresse. Ist er schon wieder hier? Ja, das ist hier die Creeper. Vor allem, explodieren die denn so wie Creeper? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Zwei auf einmal. Bam. Wir beschützen ganz offensichtlich die Borealis. Wir müssen eines der Frachtmodule beiseite schaffen. So, hätten wir hier auch mit einer Granate gleich vier Kolonisten ausgeschaltet. Oh, wir sind ja aufgestiegen. Dann muss ich mal ganz kurz hier ins. Ne, das war der falsche Knopf. Das war der richtige Knopf. Wir haben hier wieder zwei Punkte zu verteilen. Bisher sind wir sehr, sehr vollbildlich. Das muss man einfach so lassen. Okay. Aber Adrenalinschub gab uns Fähigkeit ab. Genau, das muss ich ja auch mal ein bisschen öfters machen. Ich wollte hier ein bisschen die Fitness ein bisschen nach oben prügeln, dass wir hier auch ein bisschen mehr aushalten. Das war ja so mein Plan. Schauen wir mal, haben wir hier noch irgendwen? Okay, da vorne sind schon wieder irgendwelche Creeper. Oh, ein Munitions-Upgrade-Kit oder so. Ja. Da haben wir wieder einen Satz Granaten bekommen. Sehr freundlich. Da gehe ich doch mal wieder in Deckung. Oh, der ging voll daneben. Komm, ich mache hier einen Nahkampf platt. Oh, die Kolonisten schalte ich mal eben so aus. Oh, das war anscheinend zu weit weg. Ja, haben wir sie. Ja, mit den Granaten geht das alles hier rucki zucki. Einfach ein bisschen betäuben und damit hat sich das dann auch erledigt. Okay. Ja, meine Freunde. Oh, ich sehe gerade, Liara und Garrus haben ein bisschen was abgekriegt. Dann wollen
wollen wir nochmal hier mit dem Scharfschützengewehr ein bisschen rumrödeln. Okay, dort steht ein... Da steht Hana Murakami. Ja, Hana Murakami. Dir bringe ich jetzt ein kleines Geschenk vorbei. Okay, da kommt sie geflogen. Da kommt sie geflogen. Und frisst das. So, erledigt. Was ist das denn? Habe ich doch voll im Kopf getroffen. Okay, der Schuss ging daneben. Das sehe ich ein. Wieso ging der denn auch daneben? Was soll denn das? Da, zweimal getroffen. Dreimal getroffen. Okay, der ging wieder daneben. Sehr seltsam. Okay, anscheinend wollen die nicht. Das heißt also, während sie noch nicht aktiviert sind, lassen sie sich anscheinend nicht beschießen. Wer war denn das da hinten? Ja, dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. Okay, das war zu früh. Versuchen wir es nochmal. Da, friss die Granate. So. Jetzt kommen sie langsam wieder alle mit. Oh, die beiden bewegen sich ja gar nicht. Hat sie vielleicht doch erwischt. Oh, verzieh dich. Ja, hier. Komm ich einfach hin und hau dich wieder kaputt. Boom. Boom, zerplatze. Na, da kommt der Rest. Umgepustet. 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 Ja, das ist ja, also mit der Schrotflinte macht das echt Spaß. Pum. Dann kann man einfach im Nahkampf. Komm, ich hau euch einfach im Nahkampf. Das ist die Kransteuerung, Commander Schmidt. Beherrschen Sie diese Funktionalität? Also, ja, okay, Konsole bedienen kann ich, aber das ist jetzt alles andere als taktisches Gameplay, was ich jetzt hier gerade gemacht habe. Aber es macht so viel Spaß, einfach auf die drauf zu rennen und kaputt zu machen. Ja, dann aktivieren wir doch mal die Steuerung. Aha. Was haben wir denn da unten? Ich habe mich gewehrt, aber ich hatte keine Chance. Es war ein unvorstellbarer Schmerz. Ich war doch der Vorsteher. Die Leute haben mir vertraut. Er will, dass ich sie töte. Aber das lasse ich nicht zu. Niemals! Oh. Ja gut, das ist dann, würde ich mal sagen, nochmal für uns gut gegangen, für ihn eher nicht so. Schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um, ob wir auch keine vergessen haben. Ich meine, hier vorne waren auch noch Kolonisten. Ne, die sind anscheinend hier weg. Okay, hier drin ist auch alles zu. Ja, okay. Okay, hier hinten geht auch nichts mehr. Nein, offensichtlich nicht. Okay. Dann können wir die Waffe erstmal wegpacken und uns... Nee, wenn wir uns da unten jetzt in die Höhle des Löwen begegnen, sollte ich die Waffe vielleicht doch weiter im Anschlag behalten. Und hier ist doch... Achso, wegen der Konsole. Deswegen ist da das Ausrufezeichen. Dann wollen wir doch einmal hinuntergehen in die Höhle des Löwen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Vorbildlich, 32 Punkte, das ist ordentlich. Null abtrünnig, das ist echt super. Dann wollen wir doch mal. Ich ziehe hier mal lieber die Schrotflinte, dass man hier im Nahkampf sofort einen umpusten kann. Ich höre hier schon wieder Geräusche. Okay, was bist du denn? Das wirklich will? Ob ich das wirklich will? Okay, wir müssen jetzt diese Kreatur finden und bestimmen, was sie... Das ist beunruhigend. Das soll eine Pflanze sein? Bitte? So eine Pflanze habe ich noch nie gesehen. Das könnte problematisch werden. Ja, durchaus. Thank you.
jetzt tropft da noch alles runter. Das war nie nimmer eine Pflanze. Okay. Eindringlinge. Jeder eurer Schritte ist ein Frevel. Tausende Fühler sagen mir, dass euer Fleisch nur für die Fäulnis gut ist. Ich spreche für den alten Trieb, wie ich es auch für Saren tat. Du befindest dich in und vor dem Turianer. Er befiehlt, dass du Ehrfurcht zeigst. Ey, hier, gemischter Salat, ja? Halt mal hier schön ruhig. Schlag dir erstmal ein Geschäft vor. Sie haben Saren etwas gegeben, etwas, das ich brauche. Saren suchte nach Wissen über jene, die fort sind. Der alte Trieb schenkte zum ersten Mal im langen Zyklus einem fleischlichen Gehör. Geschäfte wurden ausgehandelt. Dann begannen die Kalten, das Fleisch zu töten, das den nächsten Zyklus hegte. Das Fleisch wurde freiwillig gegeben. Der alte Trieb entlarvt deine Worte als Lügen. Er wird nicht mehr zuhören. Da komm hier, Caesar Salad. Ja, das ist doch alles nicht so schlimm, ja? Lass einfach die Kolonisten frei und gut ist. Ich werde nicht zulassen, dass sie ihre Sklaven behalten. Lassen Sie sie frei. Der Turianer wird nicht länger zuhören. Eure Leben sind kurz, aber dauern schon zu lange an. Euer Blut wird den Boden und den neuen Trieb nähren. Na, komm hier. Oh oh. Oh oh. So, haben wir den erstmal erwischt. Boah, da ist ja noch ein Creeper. Wo bist du denn hier? Da ist noch ein Creeper. Na komm, ich prügel ihn einfach so um und dann am Boden. Wenn du hier am Boden liegst, tret mal auf dich ein. Oh Mann. Ich höre noch. Will ich das wirklich? Commander Shepard, hier ist was. Eine Art Trieb. Das ist wie mit Zombies. Er hat es wie Zombies verprügelt, mit der Schrotflinte immer wieder drauf. Also soll noch mal einer sagen, wir hätten hier keine Zombiejagd. Einer weniger. Ich glaube, das hatte den gewünschten Effekt. Noch ein paar und es ist ernsthaft verwundet. Jawohl, noch ein paar. Wie sieht es eigentlich aus? Kann ich hier auch so beschießen? Stört ihn anscheinend nicht so. Das stört ihn anscheinend auch nicht so sehr. Na gut, dann gehen wir hier weiter mit unserer Schrotflinte. Ja, gehen wir hier lang. Kommen hier bestimmt noch mehr dieser turianischen Creeper. Zum Glück sprengen sie sich ja nicht selber in die Luft. Das ist schon mal etwas. Och, nö. Okay, warum bewegt er sich nicht? Gibt's ja nicht. Ist unverwundbar. Dich kennen wir doch. Ich hab dich doch eben getötet. Was machst du jetzt hier schon wieder so blöd rum? Ach nee. Ach nee. Nee. Nee, will ich nicht. Ich gehe wieder runter. Komm doch her. Na, da kommen sie. Oh, oh. Ah! Das tat weh, wenn ich das mal so freundlich sagen darf. Ja, aus dem Weg! Aus dem Weg! Komm hier, verpiss dich! So, dich haben wir erledigt. Ach, noch mehr dieser blöden Creeper. Geh weg! Ihr nervt! Euch alle verprügeln. Nahkampf ist echt gut. Das funktioniert echt gegen die mit dem Nahkampf. Bam! Shepard, der Zombiejäger, ist hier. Ja, komm doch her, komm doch her. Bam! Verpest dich. Oh ja, so platt. Ah, willst du was? Ja? Ja, auf Boden, die könnte eh nichts. Bam! Verpest dich. Das funktioniert echt gut, muss man so sagen. Das geht wirklich gut. Vielleicht sollte ich mal an der Schrotflinte noch ein bisschen was ändern. Haben wir vielleicht eine bessere Schrotflinte oder so? Mehr Schaden macht. Weniger Präzision, mehr Schaden. Aber mehr Schaden ist schon mal gut.
Ja, hätte ich gerne.